Und mal Hand aufs Herz, wenn dann Alexander Nuri kommt mit dem Team und alle sind das erste Mal auf dem Platz, sind Sie dann ein bisschen nervös, was das Feedback angeht, oder wissen Sie ganz genau, ich habe es gut gemacht? Wir stehen hier mit Sebastian Breuing, dem Greenkeeper von Werder Bremen, der hier im Zillertal auch nicht fehlen darf, weil er eigentlich einer der wichtigsten Menschen ist für dieses Trainingslager, weil wenn er nicht wäre, gäbe es hier keinen grünen Rasen, auf dem Werder trainieren könnte. Oder sehe ich das ein bisschen falsch? Naja, das sehen Sie schon ein bisschen falsch. Also ich betrachte mich eher als Unterstützung des hier ortsansässigen Teams und ein bisschen so der Organisator der Abläufe, der vertrauten Abläufe für mich und den neuen Abläufen mit der Zusammenarbeit des Trainerteams hier vor Ort von den Jungs, die da sind. Und durch die Erfahrung, durch die Zusammenarbeit in Bremen wissen wir schon genau, oder weiß ich schon genau, was die Trainer wollen und wie wir das vorbereiten. Und da gibt es halt einfach den kürzeren Draht zu mir, als wenn man immer wieder alles im Vorfeld mit den Jungs hier vor Ort absprechen müsste. Und so sehe ich mich eigentlich eher als Unterstützer des gemeinsamen Projekts Trainingslager Zillertal. Wie oft sind Sie hier, um zu schauen, wie sich der Platz entwickelt oder die Plätze? Also es ist so, dass ich dreimal insgesamt im Jahr hier bin, inklusive der Betreuung des Trainingslagers. Wir treffen uns im Herbst, Ausgang oder Eingang Winter, besprechen dann da hier vor Ort anhand der Bilder, die wir sehen, anhand den Dingen, die wir an dem Platz, die uns der Platz zeigt, wie wir die Maßnahmen für die Vorbereitung des Winters besprechen, was wir da für Maßnahmen ergreifen wollen. Aufgrund der Empfehlungen meinerseits wird dann aus dem Zillertal heraus einen Dienstleister beauftragt, der diese Arbeiten dann durchführt. Ja, und dann schaut man sich halt da nochmal, trifft man sich nochmal im Frühling, um mal zu sehen, wie ist der Platz dann wirklich aus dem Winter gekommen, was für Maßnahmen muss man ergreifen. Auch die besprechen wir gemeinsam und auch da wird dann wiederum ein Dienstleister dazugezogen, der halt die Aufgaben für uns oder Arbeiten für uns ausführt. Was ist denn hier in Österreich, in den Alpen, anders bei der Rasenpflege? Was müssen Sie da an Besonderheiten beachten? Ja, also die Sommer jetzt hier, also es ist ja jetzt schon extrem heiß hier und das ist so das, was es schwierig macht. Der Rasen hat bei Temperaturen über 30 Grad extrem Stress, das zu leisten, was die Fußballer dann von ihm abverlangen. Und dann in den Wintermonaten haben wir hier wesentlich mehr Schnee als bei uns in Deutschland, ja, oder zumindest in gewissen Regionen Deutschlands. Stehen wir hier auf dem Platz und man sieht ganz eindeutig, der sieht doch so ein bisschen gescheckt aus. Was ist der Grund dafür? Also der Grund ist, dass sich die Gräser halt verändern. Die dunklen Gräser, die man hier so scheckig noch in dem Bestand sieht, das war der Ursprung dieser Einsaat, die hier mal stattgefunden hat. Und die hellen Gräser sind immer wieder, das sind die Gräser, die hier ortsansässig sind, die sich hier wohler fühlen und die dadurch ihren geeigneten Lebensraum finden und dadurch dominanter sind als die dunklen Gräser. Und sie verdrängen sie dann halt. Und so ist es halt interessant zu sehen, wie sich dieser Bestand Jahr für Jahr dann doch einer homogenen Rasenfläche angleicht. Ja. Dieser Platz ist ja nicht exklusiv für Werder Bremen gebaut, der wird auch nicht exklusiv von Werder Bremen genutzt. Hier ist ja ganz normaler Spielbetrieb drauf, das Jahr über. Was passiert in der Zeit zwischen Saisonende und Ankunft Werder Bremen?
Ja, da werden die Maßnahmen durchgeführt, die wir gemeinsam besprochen haben. Der Platz wird nachgesät, der Platz wird besandet, der Platz wird nochmal bearbeitet in Form von einer bodenbearbeitenden Maßnahme, sodass wir Unebenheiten aus dem Bestand halt egalisieren. Mit dem Sand wird er ebenflächiger gemacht. Durch frische Gräser wird der Bestand zu angeregt, sich zusammenzuziehen, um halt eine dichte Grasnarbe zu erzeugen. Und ja, das ist das, was passiert. Das ist das, was worauf hier hingearbeitet wird, wenn die Saison von dem Sportverein zu Ende ist und sich Werder Bremen angekündigt hat. Und mal Hand aufs Herz, wenn dann Alexander Nuri kommt mit dem Team und alle sind das erste Mal auf dem Platz, sind Sie dann ein bisschen nervös, was das Feedback angeht, oder wissen Sie ganz genau, ich habe es gut gemacht? Nee, also ja, man ist nervös, ja, man fiebert dem ersten Feedback schon entgegen. Gut ist es immer, dass man ein bisschen Vorsprung hat vor der Mannschaft, dass man schon auch nochmal 2 Tage eher hier ist, um schon mal alles so ein wenig herzurichten. Und da kann man für sich als Fachmann schon so eine Tendenz sehen und geht dann relativ beruhigt in so ein Feedbackgespräch oder hat halt dann nochmal immens viel Arbeit. Ja.